So, wisst ihr was? Oh, 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 oh. Dann kann ich hier gleich die Strömung weiterführen. Nee, schaut scheiße aus, ne? Dachte ich mir schon. Huch. Dann werde ich gleich nochmal rüber sausen, werde mir nochmal zwei Kelche voll machen, zwei Eimer voll machen. Apple Eye mehr voll machen. Ja, damit das hier nicht mehr so komisch ausschaut. Sehr nah an. Jetzt können wir hier nämlich unendliche Quelle machen. Finde ich lustig, dass das Notch immer noch nicht geupdatet hat, sowas. Uiuiui. Daran habe ich gar nicht gedacht hier. Ja, damit es nicht so unlogisch ausschaut, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja. Plumps. Sehr schön, das ist ja alles in einer Linie und niemand kann meckern, würde ich sagen, oder? Wir könnten ja hier eigentlich einen kleinen Fluss rüberführen lassen, oder? Nee. Mal gucken, ob was anbeißt. Würde mich mal interessieren. Ob irgendwas anbeißt. Glaube ich jetzt weniger. Lol. Hat er jetzt gerade was angebissen, oder? Hat mich der See jetzt gerade hier nur ein bisschen verarscht? Hm. Mir egal. Ja. Sitzen kann man eigentlich immer noch nicht. Es gibt ja auch einen lustigen Mod, der tut Möbel in Minecraft hinzufügen. Dort kann man ja dann eben Möbel haben. So. Ja. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal. Falsche Seite. Machen wir mal aus diesem etwas schöneren Holz, wie ich finde. Machen wir einfach aus diesem Zeug die Zäune. Naja. Nicht schön aufgeteilt, aber scheiß drauf. Muss ja niemand sehen, außer ihr. So, zwei habe ich dann noch übrig. Fünf habe ich noch übrig. Ja, dann habe ich nämlich jetzt mir was überlegt, Leute. Und zwar, ich muss jetzt wieder mal den guten Gronkh ins Thema nehmen. Und zwar hat er doch eine Eiermaschine. Also so ein Eierfarmer. Dass wir hier die normalen Hühner zum Schlachten nehmen und da drüben einfach eine Eierfarm hin machen, also wo hier das Wasser reinfließt, und unten mache ich hier halt noch einen Keller, genau, mache ich hier so einen Kellerzugang nach unten, wo wir hier dann die ganzen Eier erbeuten können. Genau so machen wir das. Und hier machen wir einfach einen Stall von Schafen oder was weiß ich. Aber wie wollen die hier reinkommen, frage ich mich gerade, ne? Ah. Fail. Ja, machen wir halt so einen kleinen Durchgang. Oder hier ist ein Durchgang. Wo dann die ganzen Tiere, die hier hingehören, dann eben rein können. Da mache ich hier nochmal so einen kleinen Weg. Tut mir leid, Leute, dass ich jetzt hier wieder zu begradigen anfange, aber das habe ich eben vergessen, dass die hier irgendwie durchkommen müssen. Das ist mir völlig ans Hirn vorbeigezogen. Und ja. Das machen wir jetzt einfach eben schnell. Ist ja gleich erledigt. Sieht man ja, das ist hier bloß so ein Zweiergetüm ist, sag ich mal. Falls hier die dicke Uschi durch muss, dann haben wir ein Problem. Dicke Uschi? Leute, habe ich gerade dicke Uschi gesagt? Ja, ne? Die ist mir jetzt gerade irgendwie spontan eingefallen. Keine Ahnung. Uschi die Muschi. Sehr witzig. Gut, passt so.
Gut, dann haben wir hier schon mal einen kleinen Weg für unsere Tierchen. Unsere süßen, süßen kleinen Tierchen. Ja. Wubala. Jo. Bauen wir das hier so ungefähr und hier kommt dann halt der nächste Stall hin. Hier dementsprechende Fleisch oder Items. Besser wäre es natürlich, wenn wir hier dann gleich einen Monster-Spawner hätten. Dann könnten wir nämlich dann gleich hier die ganzen Tiere reintun. Tiere. Die ganzen Items. Ach Gott. Samen haben wir schon wieder. Und Eisen haben wir noch. Sehr schön. Ach, sieh einer an. Gehen wir noch eine Treppe. So. Was brauchen wir denn jetzt? Genau. Das brauchen wir. Ach Gott, wie ging das denn nochmal? So? Hä? Wie ging das nochmal? Also ich möchte so eine Zauntür machen, also Gartentor. Mal kurz zum Ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es funktioniert. Nee, ne? Gott, scheiße. Was machen wir da jetzt am besten? Da mache ich mir eben schnell einen Shit, guck kurz nach, wie das funktioniert und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, hallo. Ja, ich war eigentlich gar nicht mal so falsch. Das war bloß eben, naja, bisschen daneben gegriffen. Die werden so gemacht. Davon brauchen wir allerdings jetzt ein bisschen mehr. Ja, so. Machen wir uns gleich mal noch zwei am besten. Zack. So, sollte reichen. So, dann haben wir hier schon mal das erste Tor, hier das zweite. Da dann das dritte. Ja, könnt hinhauen. Ja. Das dritte weiß ich noch gar nicht, wo ich das hinmache. Muss ich mir nur überlegen. Dann mache ich mal gleich nochmal ein paar Zäunchen. Stellt sich jetzt nur die Frage, ob das danach auch natürlich ausreicht. Natürlich jetzt erstmal nicht. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nochmal Holz hacken gehen. Ja. Ein bisschen nervig. Das Holz hacken zumindest. Machen wir das dahin. Wie viel ist das jetzt von da? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die 7. Also dann 7 auch in der Richtung. Mal gucken, ob ich mir das merken kann. Hahaha. Also lassen wir hier mal eine Blume und pflanze sie mal dahin, damit es nicht so komisch ausschaut. Sieht aber immer noch komisch aus. Muss ich irgendwann mal noch ändern. Ah, das ist eine neue Musik, die ich erst hinzugefügt habe. Also gedownloadet habe. Ein wenig ruhig, wenig ruhiger als die anderen Lieder. Hehe. So. Dann holz mir hier mal unsere Umgebung ab. Und wie ich sehe, haben wir da drüben Zuckerrohr. Gehen wir doch gleich mal danüber. Und holen uns mal ein bisschen Zuckerrohr. Oder warte mal, ich habe eine gute Idee, wir nehmen gleich mal das Ganze mit. Ja, schaut schon ein bisschen besser aus. Hier ist ein schönes Flachland, also hier ist es schön flach. Da könnten wir eigentlich dann, ja, da könnten wir dann eigentlich unser Hafen irgendwann mal hinbauen. Ich bringe hier nur mal eben kurz das Zuckerrohr an, damit es nicht so komisch ausschaut. Na, was heißt komisch?
leer, so sollte ich sagen. Das sieht sonst ein bisschen leer aus. Muss jetzt ein bisschen wachsen, damit ich noch mehr bekomme. Ich gehe dabei mal wieder ein bisschen Holz hacken. Oh, da drüben haben wir Rosen. Können wir auch gleich mitnehmen. Da haben wir auch Zucker raus. Kann ich dann eigentlich auch gleich mit einsacken. So. Nochmal 3 Stück mit. Ja, 3 sollten da noch reichen. Für Rosen. 3 Rosen reichen auf alle Fälle. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen mehr Holz mit, als ich sonst immer eigentlich abhacke. Von der Sonne her steht es jetzt eigentlich auch nicht mehr so gut. Machen wir einfach mal ein Stack voll. Wenn nötig, dann noch ein bisschen mehr. Mal gucken, wie viel wir hinbekommen. Mal gucken. So, jetzt haben wir schon mal ein Stack. Hoffentlich liegen hier dann auch Äpfel auf dem Boden. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt endlich Äpfel hier. Also ich weiß nicht, welche Vision das hier ist. Ich weiß nur, dass es mehr Äpfel gibt. Oh mein Gott! Ja, das ist schön. Äpfelmäßig ist jetzt noch nichts gefallen. Okay. Nehmen wir einfach noch ein bisschen mehr mit. Weil je mehr Holz wir sammeln, desto mehr müssen wir nicht mehr Holz hacken gehen dann. Das ist ja schon mal das Gute. Gehe ich einfach noch die 2 Bäume da umhacken, die ich jetzt in mein Visier gehabt habe. Also den noch und das war's dann. Dann sollten wir genügend haben. Wie viel haben wir dann? Ach ja, recht. Lauf mal geschwind, weil danach kann ich noch schön Brot essen. Huch, jetzt bin ich gegen was gestoßen. Und heute haben wir fast Vollmond. Fast, aber nur. So, fast das gleiche. Naja, schlechtes Beispiel kann ich jetzt nicht nehmen. Gut, dann gehen wir noch schnell schlafen. Mit dieser böse, dass dieser böse Halb-Vollmond verschwindet. So. Ach, das schaut schön aus. Mich wundert es eigentlich, dass es hier lange nicht mehr geregnet hat, finde ich jetzt. Ja, die Erde kann man dann auch mal gleich wieder... Hoppala. Wollte ich eigentlich da so unterhalb haben. Danke. Dann behalte ich mal 60, genau. Kabelstone nehmen wir mal mit. Aber Steckchen können wir da lassen. Und ja. Aus dem verarbeiteten Holz können wir dann uns auch gleich mal die neuen Zäunchen machen. Ich brauche eigentlich nur 6 64er, dann kriege ich nämlich dementsprechend viel Zäunchen auch. Also den Stack hier eigentlich noch. So, reicht. Und aus dem können wir dann wiederum ein paar viele Zäunchen machen. Ja, sehr schön. Das reicht wirklich. Das reicht. Zumindest denke ich mir, dass das reichen sollte. Wenn es nicht reicht, dann brat mir einen Storch. 7 haben wir dann gesagt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann hier. Hä? Oh mein Gott, ich habe mich wohl verzählt, oder wie sieht's aus? Naja. Auf jeden Fall ist hier das Gartentürchen. Huch. So. Oh. Ich hasse diese Grasdinger, die so, vor allem so hoch sind. Also man sieht den Umriss eines Blocks.
Und deswegen kann man sich da leicht verbauen, wenn jetzt zum Beispiel ich da eins hinbauen will, da hinten, wenn ich da hinziehe und dann drücke ich so.